So Leute, wir fragen jetzt mal einfach drei Leute, die jetzt hier noch mit im Camp sind, was sie zu dem Messer sagen, ihre ehrliche Meinung, weil ich bin ja gekauft quasi, weil ich die ja geschickt bekommen habe. Aber die haben ja nichts davon, wenn sie jetzt was Gutes sagen. Das heißt, ich drücke ihnen jetzt einfach mal die Messer in die Hand und die sagen jetzt mal ihre ehrliche Meinung. Fragen mal. Du, Marc? Moin. Du hast ja gestern schon gesehen, die Messer. Ja. Ich gebe jetzt die beiden Messer mal in die Hand. Und du sagst einfach deine ehrliche Meinung, was du an dem Messer vielleicht gut findest, schlecht findest, was du besser haben wollen würdest oder... Also ich finde, die liegen sehr gut in der Hand. Und er ist riesig. Ne? Also ich habe große Hände, 2 Meter groß, passt gut in die Hand. Ich mag diesen Gummigriff, rutscht nicht ab. Also ich würde sogar das Arbeiten ohne Handschuhe befürworten. Und ich finde diese Einfachheit halt, diese schlichte Einfachheit, schnell in die Hose ran, an Clip ran, einfach super. Und darf ich da was noch was sagen? Was vielleicht ein bisschen... Beim Arbeiten hast du natürlich immer die, das ist der Vorteil natürlich von dem Messer, diese Fulltank-Klinge, was andere Hersteller vielleicht nicht anbieten. Man sieht das, dass es halt einmal durchgeht und bis hier hinten halt wirklich ein Stahlstück ist. Nur beim Arbeiten, ja, da sieht man das, hast du halt wirklich, auch wenn du dieses Chipping vorne benutzt, es drückt halt so ein bisschen in die Hand rein. Aber sonst bin ich sehr zufrieden, Schnitzarbeiten gut. Weißt du, welche Handschuhgröße du hast? 9 trage ich meistens auf Arbeit in der Handschuhe. Ja. Die sind dann ein bisschen enger, aber hauptsächlich 10. Okay. Guck mal bei meinen hinten. So, bei mir ist das ein bisschen freier, ne? Genau, das wäre dann halt so. Aber also, sonst super Schnitzleistung, super Stahl. Bin sehr zufrieden damit. Sehr gut, danke. Dafür nicht. Jetzt dummel nicht. Moin, moin. Ich finde die Dinger ganz geil. Erstens kannst du die schön aus der Scheide rausziehen. Ja. Die Scheide bleibt auch schön immer fest eigentlich dran. So, schnitzen, hacken kannst du damit auch. Liegt gut in der Hand bei mir sowieso, weil ich kleine Hände habe. So, ideal finde ich das. Ich bin auch zufrieden. Ich finde die gut. Jetzt haben wir einmal einen Wechsel. Einmal zu Kanada. Soll ich was heißen? Willst du dich daneben stellen oder so? Nö. Jetzt kommt hier ein Kritiker. Ja, was heißt Kritiker? Also ich finde sie auch tipptopp. Hinten muss ich sagen, da haben das ja immer viele. Aber hier, der rutscht wirklich nicht. Ich brauche hier nicht so einen hohen Berg. Viele haben das dann ja so schräg hoch. Der hält auch so. Das finde ich gut. Dann hier die Kante. Für einen Feuerstahl, muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr geil. Da kannst du richtig gut mit anreißen. Gut schärfen lässt sich das von der Klingenform her. Und gearbeitet habe ich damit auch schon, ist tipptopp, liegt auch gut in der Hand. Warum du sagst Kritiker, ich mag grundsätzlich diese Plastikscheiden nicht und diese Knöppel nicht. Also da würde ich mir irgendwie eine Kaldex-Scheide für machen lassen wahrscheinlich oder Leder oder was. Aber dieses Plastikzeug ist nicht meins. Und ich persönlich habe immer so ein bisschen Probleme mit diesen Gummirillengriffen. Ich kriege dann immer ganz schnell Schwielen. Deswegen Fleisch schneiden, schnitzen, okay. Aber wenn es ums Batonieren und ums Arbeiten geht, dann würde ich wahrscheinlich dann doch Handschuhe anziehen. Was ja aber dem Messer an sich keinen Abbruch tut. Ne? So, und von daher muss ich sagen, bin ich da auch echt erstaunt, wie gut das ist. Es gibt ja, kennt man ja von der Art her, gibt es das ja mit der Scheide und der Messerart schon. Nur halt eben ohne Fulltang. Ich sage jetzt auch nicht den Namen, aber das kriegst du halt eben im Baumarkt hinterher geschmissen und das hier nicht. Und von daher muss ich sagen, gibt es diese Variante endlich mal in der Top-Version. Ne? Ich finde es gut. Bis auf die beiden Kritikpunkte, aber die kann man umgehen. Das tut dem Messer keinen Abbruch. Ne? Jetzt haben wir nochmal meinen Senf dazugeben hier. Wie Frank schon sagt, es gibt ja andere namhafte Hersteller, die auch, ich sag mal, von der Scheide her gleich sind, von der Klinge nicht. Die Klinge ist halt besonders wie von Wolfgang schon dieses Ambulu-Messer. Und endlich mal Fulltang. Alle sagen ja immer, die diese anderen Messer genutzt haben, dass die gern Fulltang haben wollen würden. Und jetzt hat halt Wolfgangs ein Messer rausgebracht mit Fulltang-Klinge und ich würde sagen, ein schlichtes Messer, ein einfaches Messer, was aber trotzdem alles kann. Du kannst damit schnitzen, hacken. Ich habe gestern meinen Steak damit geschnitten. Man kann damit Baton. Dafür ist das hier so ein bisschen ausgeschabt, damit man da mal mit einem Knüppel raufhauen kann. Und ich finde die auch gut in der Hand und diese Gummierung und sowas. Was nur, wenn man jetzt 3 Stunden damit vielleicht schnitzt und arbeitet und so, da kann sein, dass man irgendwann mal was an der Finger kriegt und so durch diese Gummierung, aber ich habe meistens eh Handschuhe an. Und von daher würde ich sagen, bin ich echt zufrieden. Die gibt es ja einmal in Schwarz und einmal in Silber.
Ich finde beide gut. Das Schwarze sieht so ein bisschen taktischer aus, finde ich. Das sieht mehr so aus wie Wald, Buschkraft und sowas. Also ist einfach nur Geschmackssache, welche Farbe nun ist. Wie lange nur diese, ist das eine Lackierung oder eine Pattierung, wie nennt man das? Wie lange das nur hält beim Pantone und sowas alles, kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich finde die beide schick. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Messer und sowas, dann guckt unten in die Videobeschreibung rein, da packe ich auf jeden Fall nochmal den Link rein und sonst könnt ihr auch in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr dazu noch irgendwas wissen wollt. Leute, wir haben ja das Messer getestet für den Zweck, wofür es eigentlich gedacht ist, das heißt Baton, ein bisschen Schnitzen und sowas alles. Es ist nicht dafür gedacht, um das in den Baum reinzuhauen und da drauf zu klettern und krabbeln und sowas, aber ich will gerne mal wissen, was das aushält und ich will das euch auch zeigen, was das aushält. Dafür haben wir hier uns tote Bäume gesucht, oder ja, einen Baum. Der ist auch wirklich tot, nicht, dass es da Ärger gibt. Ich hau das Messer mit dem Knüppel im Baum rein und würde mich da mal draufstellen. Dann haben wir noch zwei andere Leute, die ein bisschen mehr wiegen. Die stellen sich da auch noch mal drauf, wenn das bis dahin gehalten hat. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was das aushält. Das wird hier nichts. So, lass mal den Knüppel weg. Nimm mal die Axt. Ja. Richtig ruft er. Oh, Funken. Da. Einer ist schon weg. Da ist er. Ein Stück abgebrochen. Was ich jetzt dem aber nicht zum Vorwurf machen kann. Weil eigentlich haut man da auch nicht mit der Axt drauf, ne? Aber naja. Ich würde sagen, nicht zu weit reinhauen, dann haben wir nämlich einen größeren Hebel. Wenn wir jetzt zu weit reinhauen, dann ist das natürlich stabiler, ne? Deswegen würde ich sagen, petten wir mal so da drauf. Okay? Stehe ich quasi, ich halte mich nur fest, wenn ich den da hinten wegfall, aber ich gehe mal ein bisschen weiter hinten drauf. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das herauskriegen. Ich mache mit der Hand ein bisschen. Moment, das mag ich nochmal aufstellen. Ich glaube, das wird biegen. Wir holen das erstmal raus und hauen wir es nochmal rein. Du musst nach links und rechts raus ein bisschen. Mach doch das mal mit dem Knüppel rein. Ein Gummigriff. Den Baum durch, die sehe ich hier. Ja, der Baton ist anders. Also ich würde sagen, es ist noch gerade. Spitze ist auch noch dran. Spitze ist auch noch dran. Bis auf, dass der Pin weggebrochen ist da, sieht das gut aus. Wir hauen das noch mal rein und dann stellt sich mal der Große drauf. Wie viel wiegst du, wenn wir fragen dürfen? 125 Kilo. Also auch 2 Meter und gut im Futter, ne? Ja. Das heißt, jetzt fünft man mehr. Mach mal ein bisschen weiter unten rein. Thomas, du darfst. Ja, in Aktion treten. Walde deines Amtes. Als Vergleich, warte mal, stelle ich mal neben dich. Ja, genau, mal so, so kleiner. Ne? Größenvergleich. Kann noch mal ein bisschen größer, noch mal größer. Ne? Oha. Wenn es bricht, ist egal. Dann ist. Mal gucken, wie wir die Zänge wieder aus dem Baum kriegen. Ja, warte mal. Da sind Bäume hier oben fallen. Ja, gut, ich stehe nicht ganz drauf, ne? Thank you.
leider gebrochen. Das sieht aus. Ja, wie machen wir das doch? Ein bisschen Erde ist jetzt ja da. So, jetzt haben wir, hier ist das Stück aus dem Gummigriff raus. Da kann man jetzt noch mal sehen, dass das Fulltank ist. Kriegen wir das noch weiter raus. Ich würde sagen, wir schneiden das gleich mal auf hier. Mit dem anderen Messer vielleicht. Da. So, das ist jetzt das Griffstück. Quasi. Fulltank. Also hier das Original und hier das Reststück. Hätte ich aber nicht gedacht, dass es so viel aushält. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den da rauskriegen. Dann stand der mit Zeit dann drauf. Aber ich weiß nicht, was besser ist. Da. Ja, die hatten einen Lütten, hat die. Mal sehen, ne? Ach, schon nicht mehr gerade so, ne? Ja, das war. Ohne Klinge sieht es auch geil aus, ne? Ich wusste, wenn ich das auch. Und da ist ja die Bruchstelle. Also wie gesagt, das ist jetzt nichts Negatives für Wolfgang, nur weil das jetzt gebrochen ist, ne? Wir haben das jetzt im Baum reingehauen und haben da 125 Kilo draufgestellt und mit der Axt draufgejuckt oder so. Also das hält auf jeden Fall eine Menge aus. Also ich habe gedacht, das bricht vielleicht schneller. Mit anderen Messern vom anderen Hersteller hätte man das, glaube ich, nicht einmal reinhauen können mit der Axt, weil das halt keine Fulltank-Klinge hat. Und selbst wenn man es reinhaut und sich draufstellt, dann bricht, glaube ich, zuerst der Griff weg und dann hat man nur noch so ein kleines Stück da im Griff drin. Deswegen, ja, nichts Negatives für Wolfgang. Und ja, jetzt wissen wir wenigstens, wie es aussieht. Die Leute, die gesagt haben, ja, ist bestimmt kein Fulltank, ist einfach nur so reingesteckt und sowas. Tüdelüt. Fulltank. Gut, ich würde sagen, wer Fragen hat zum Messer, zum Test und so, der kann gerne fragen. Und das wäre es von uns. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Okay. Yeah.